So, liebe Leute, damit er mir das auch mal lobt, damit mir das auch mal alle glauben, was den Upload hier betrifft. 2 Stunden, 4 Minuten, 15% hochgeladen. Das dauert bestimmt noch 4 Stunden und wir können gerne so einen Speedtest mal machen von Oklar. Wenn er überhaupt noch macht. Wir legen einfach mal los. Gemerkt, wir haben einen 400er Vertrag. Und einen 25er Upload haben wir. Meine, das geht natürlich nicht. Also, das ist das Ergebnis. 141 Down und Upload von 1.119. Das geht nicht, das brauche ich nicht. Werde das morgen nochmal testen mit dem Laptop und einem kurzen Kabel. Dann schauen wir mal. Und jetzt geht's schlafen. Also gute Nacht. Wir sehen uns. Gleich 1 Uhr. Bis gleich. Tada! Und da sind wir wieder. Ja, so einfach geht das. Jetzt gehen wir gleich los. Jetzt bringen wir gleich die Kinder weg. Alles frisch gemacht. Und heute kommt die Mutti mal mit. Ja, ist ein Ding. Da sitzen alle hier. Hat der Baby alle. Auf. Eins, Wohin zwei, eingeschlafen. drei, wieder vier, da. Fünf. Wir haben so ein schönes Bett hier, so ein riesen Bett, ja. Und alle schlafen hier. Auf dem Boden. Papa. Ja. Nein, wir nennen es Puma Anuka de Bitte. Hier, ganz müde Bande. Papa, machst du da? Ganz müde Bande. Papa, machst du da? Papa, machst du da? Wir sind heute so eingeschlafen. Ja. Ja. So, wir müssen, ne? So, tschüss. Bis später. Ciao, ciao. Okay. Du hast über die hergezogen. Ja, hast du selber. Wie als Hausschuh. Naja, als Schuh ist Schuh. Ach, hör doch auf, ey. Hast du ein hübsches Mädchen oder was? Und dann steckt da unten so ein Ding dran. Was ist damit rausgekommen? Was ist das für ein Quatsch gewesen? Alle krank geworden. Der wollte nur nicht zugeben, war das aber anders waren. War ja klar. Ist offen schon? Jo. Okay. Hat man hier noch Spiel hier? Nee. Aber auch drin.
Schulpflicht. Und deswegen hatten wir das Problem, dass wenn wir eine Worker-Note stehen haben, musst ihr den API-Endpunkt connecten können. Das ist wahrscheinlich. Ja, oh Gottes Willen, ey. Alter, ey. Ich will hier weg. Ich klinge mich aus. Scheiße, seitdem Google hier ist. Hinten ist der Google Campus. Ach, echt? Ja, Google hat doch den Haus. Hier ist der Google Campus? Ja, dieses ganze Haus, diese. Da, wo dieses schickimicki Restaurant ist, dieses. Hi Wolf. Das ist Google? Das ist der Google Campus. Seitdem laufen nur noch so eine Freaks hier rum, wo du denkst, was mit denen? Krass. Die war doch immer in Mitte vorher. Na, ich glaube, die haben schon mehrere. Also ich glaube, die kaufen alle Objekte erstmal so, wa? Und denen geht es ja nicht um die Objekte. Deshalb sind so viele Demos hier mittlerweile gegen Google. Ist es, ja? Ja, irgendwie. Mein Bruder schickt das öfter irgendwelche Bilder, wo irgendwelche Leute demonstrieren mit Plakaten und fuck Google oder sowas. Ist ja ein Ding. Ja. Ne? Okay, ob der nicht richtig sitzt oder so? Naja, im Endeffekt ist es der natürlich nicht richtig sitzt. Ja. Also man kann den mal, das ist ja Plastik. Ja. Hat ja sowieso fatal ist. Normalerweise sind die immer Metall. Ja, das war jetzt auch nicht das teuerste gerade. Nee, das ist doch wahrlich nicht der teuerste Steuersatz. Ist da unten? Ist da unten irgendwas? Also, fehlt ich schwör dir, das ist Müll. Das ist nicht. Das ist wirklich. Also an der Einbaugeschichte ist nichts verkehrt. Also die Kralle ist richtig drin. Die Dings greift. Die Teile sind ja auch offen, man kann das ja jetzt quasi immer noch genau nach links und rechts drehen. Und wenn du das so fest hast, wie das aussieht, dass du es festmachst, dann sei denn, du hast null Kraft. Also, aber das ist das. Fest das brauchen wir auch gar nicht. So. Der Tommy ist jetzt da, hurra! Der neue Trend ist Rahmen sparen. Nicht, dass man am Rahmen spart oder so, sondern in den Rahmen reinsparen. Wie viel Euro passen in dieses Rohr? Da schmeiße ich immer Euro rein. Und wenn es voll ist, dann gucke ich mal, wie viel da reingepasst hat. Dürft ihr alle mal einen Tipp abgeben und der Gewinner kriegt eine Mark. Kann man wahrscheinlich ganz genau berechnen, so ja, wenn man. Obwohl, es gibt Variablen dabei. Ja, hat man die Rahmenhöhe, hat man ja. Dann weiß man ja, wie hoch ein Euro ist. Das will ich aber alles nicht wissen. Das interessiert mich nicht, alles wieder gelöscht. Aber man weiß natürlich nicht, wo die denn klemmen im Rahmen. Also weiß man nicht, wie viel reinpassen. Genau. Ey, ganz schön scheiß, war die ganze Zeit nur so ein Blabla macht der. Ist doch gerade nicht los, dann ist das so. Ich baue jetzt gleich mal den Laptop auf und guck mal, ob überhaupt das jemand interessiert, was ich hier von mir gebe. Wenn nicht, seht ihr das alles im Blog. Das ist ja auch viel sinnvoller. Als auf so geistige Ergüsse zu warten. Oh, ist die Straße laut heute. Heute ist Markt. Heute ist die Straße richtig laut. Da sind wir endlich mit dem ersten Auftrag für heute, der sich lohnt zu filmen. Alles andere war ja Kleinigkeiten bis jetzt. Hier mal einen Korb befestigen und so weiter. Und zwar dieses wunderschöne Laufrad. Ist das schief drin? Mann, da war auch ein anderer Reifen drauf. Den hat er natürlich so nicht von mir bekommen, sondern richtig schön mit Schwalbe. Geilen Schwalbe Racing. Reifen, na egal. Die Gummis sind alle weg. Die habe ich alle schon verschickt. Sind alle weg. Oh. Der Kollege ist losgefahren ohne seine Befestigungsmutter. Oh Mann, ich habe vergessen, wieder aufzumachen. Hey, wer baut denn sowas ein? Geld dafür.
Leute, macht das ordentlich. Zuerst mal das Laufrad habe ich verkauft an einen Kollegen, an eine Konkurrenz quasi. Das war 2 Wochen oder so. Das ist echt schon eine Weile her. Ey, die sind aber bekloppt. Ich meine, ey, sag mal, sehen die das nicht? Ach, sind die bescheuert, ey. Ich kann mal so aufregen über sowas. Alter, ich kann auch nicht. Das Laufrad habe ich verkauft an einen Konkurrenten von uns, ne, weil er unbedingt brauchte, um einen Kundenauftrag zu erledigen. Dann hat das reingekloppt. Und ich meine, ich kann das doch nicht machen. Ich sehe doch, ob ich das einbauen kann oder nicht. Und dann sehe ich doch eindeutig hier Bremssattel. Und Scheibenbremse, obwohl ich das nicht mache. Ich mache nicht viel damit. Aber ich meine, das seht doch. Guckt euch das doch mal an. Was stimmt da nicht? Da kommt da bestimmt selber drauf. Richtig. Das ist zu klein. Die Bremsscheibe passt doch gar nicht. Und zumal, das ist eine 160er Scheibe. Müsste das sein hier, wa? Was ist das hier? 160. Ne? Steht der drauf. Alle die kennzeichnet. 160, ergo 160. Hier steht drauf auf dem Adapter, auf dem, wie heißt denn das Ding, Adapter, nenne ich es mal, steht Front 180, wenn der Adapter hinten angebracht ist, dann 160. Das steht sogar alles drauf, kann ich doch nicht einbauen und dem Kunden verkaufen, was soll das? Oh, das ist bescheuert, das funktioniert nicht. Da muss eine große Scheibe auf eine 180er. Du kannst da nicht mit einer 160, die kannst du nicht vorne einbauen und dann verlangen, dass du bremst. Bremst natürlich nicht. Er kam zu mir und meinte, ja, bremst der ja nicht. Ich will nicht der. Klatscht dem da drin, nimmt 30 Euro dafür, dass es nicht bremst. Dafür, dass er den Reifen aufzieht oder was? Nee. Und stellt ihm nicht mal die Bremse ein, schickt ihn so los. Ja, geh mal zu Tommy, der weiß, wie das funktioniert. Oh, ja, toll. Ganz dufte. Sicht die super. Voll geil. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über sowas. Weil ich bleibe ja an mir hängen. Ich habe zu dem Kunden gesagt, der hat er bei mir gekauft. Nehmen das mal auseinander. Dann reden wir mal in anderthalb Stunden mit dem Kollegen erstmal. Also wir nehmen das auseinander. Sprich, ich schraub den Zug hier mal raus. Setz das mal zurück. Wie kann ich sowas machen? Oh, Alter, ey, Kompetenz! Wie ein Kühlschrank. Wenn ich was nicht kann, dann sage ich das, dann sag ich das dem Kunden. Dann sage ich, nee, mache ich nicht. Deswegen sage ich bei Bremsscheiben immer, nee, mache ich nicht. Mach ich privat, mach ich das, aber nee, mache ich nicht, weil ich das Werkzeug einfach nicht dafür habe. Und weil ich die Sachen nicht da habe. Ich habe keine Bremsscheiben da. Eine 180 habe ich nicht da, eine 160 habe ich nicht da. So was hat man ja denn da. Hat einfach zu sehen. Das wird einfach zu selten gefragt hier. Das ist das Problem. Ganz einfach, mehr ist es nicht. Jetzt haben wir es auf 0 gesetzt hier, habt ihr gesehen? Also ich habe es jetzt zurückgeschraubt, hier ein bisschen Spannung wieder eben, dass wenn man zieht, dass da auch ein bisschen weg ist. Jetzt arbeitet der Kolben auch wieder. 30 Euro, so leicht möchte ich mal Geld verdienen. Vor allem schicken sie Kunden weg und die lassen das mit sich machen. Okay, dann gehe ich mal zu dem anderen, der macht mir das. Der randaliert da? Nee, genau da. Ich hab eher alleine. Ja, dann ist ja gut, dann machen wir weiter. Also. Du willst keine Lösung. Lösung. Ciao. Ciao, ciao. Uniane, Scheibenbremse.
Aber eigentlich ist es natürlich ein geiles System, logisch. Ich meine, damit werden Motorräder gebremst, das ist schon gut. So, hab ich ab. Leg jetzt auf den öligen Lappen, das ist erledigt. Kann man sich das Ganze sparen hier. Dann schraube ich das hier ab. Jetzt werden wir das dafür nehmen, für die U-Schraubaktion, Einbauaktion, Ausbauaktion, Einstellaktion. Wegen 20, der muss schon drin sein. Gut. Ja, genau. So, es sieht immer noch überhaupt nicht gut hier. Ne? Aber immerhin, wir sind ja schon an der Endposition hier, also an der Anfangsposition so rum von dem Zug. Und jetzt stelle ich die Seite hier ein, und zwar hier. Ein kleines Tutorial für die Konkurrenz. Hier stellt man ein. Also mehr oder weniger. Ist im Grunde genommen wird ja bei diesem System, bei diesem billigen System, sind ja keine zwei Kolben, die angesteuert werden, die funktionieren, sondern das ist nur der eine Kolben, der gegen den anderen gepresst wird. So. Ich simuliere. Habt ihr gesehen? Bremst. Nochmal, ich bremse. Hier oben sieht so aus. Unten sieht so aus. Das ist mal schwierig mit den Kamera halten gleichzeitig. Ich werde eine vernünftige Arbeit hier machen. Tommy hat es geschafft. Das ist doch gut. Zur Zufriedenheit aller gearbeitet. Hoffe ich. Schön, oder? Dennis ist da. Hurra, hurra. Der Dennis ist da. Ja, ich war gerade beim Zahnarzt. Ah, deswegen redest du so geschwollen. Nö. Der war gut. Prophylaxe, hier so Zahn. Zwischenräume sauber machen. Ja, hatte ich auch mal gehabt. Das war schon lange her, da müssen wir wieder hingehen. Ich habe mir seitdem nicht die Zähne geputzt. Ich habe keine Zahnzwischenräume mehr. Also, na, oder nur noch einen. Oben naja, unten zwei, ja genau. Einmal glatt, Alter. Ich dachte, das wäre normal. Ja, wenn das wirklich so ist, dann hast du dann bestimmt so diese Zahnsubstanz, die ist dann so wie weicher Kork. Ja, genau so. So ein Flop. Gummizähne. So biegen. So vom Zwiebelgruff beißen, dann ist das sowieso ein Kaugummi. Was wird hier gemacht? Nichts. Aufgewärmt oder was? Wärm mich auf, ja. Wollt ihr mir was zeigen? Was willst du mir zeigen? Spektakuläres. Na, zeig mal. Ja, pass auf, ich hab mir den Schwanz rasiert. Und zwei so eine Kette, so eine Kuller, hier so eine Kulleraugen für Puppen, die halt mit dem Sack geklebt. Ja, das ist gut. Und wenn ich jetzt einen Kopfstand mache, ja, das ist ein Rüsseltier. Rein, dann sieht das aus wie ein Rüsseltier. Ja, das kennen wir ja schon. Das mache ich ja immer täglich. In der Kamera oder was? Ja, natürlich. Das ist dann aber nur für die Leute, die bezahlen, wa? Ja, pay YouTube Payment. Ja, kick mal. Ja. 249,99. Chris King Steel Set. Aber der sieht so kurz aus, war. Wollte ich mal gerade nachmessen. Der ist ja total berieben schon. Tja. Das ist nur die Folie, ne? Ich glaube schon. Der wurde bestimmt schon mal ausgepackt. Also von da, wo ich ihn mitgebracht habe. Ja, gut, ausgepackt ist ja egal. Das ist ja auch nicht verklebt, den kann man ja hier einfach machen. Nichts reingeschaut. Wieso nicht? Nein, jetzt, das machen wir jetzt zusammen. Chris King Steelset! Unpackaging mein Chris King Steelset. Ja, da bräuchte man jetzt natürlich nur noch einen Rahmen, um das da auch einzubauen. Hast du nicht? Und den Teil 2, der dann folgt. Ne, ich hab zwar einen Rahmen, den würde ich gerne aufbauen, aber der hat dieses Tapet oder wie das heißt. Organismus. Ja, ich hab doch schon mal gekickt im Internet, ob ich irgendwo noch 450 Euro Steuersatz, aber kein Fahrrad haben. 450 Euro.
Also 250, 99 und immer 199. Limited! Oder ich hebe die einfach auf und naja, und ich verkaufe die irgendwann. Vielleicht steigen die auch im Preis. Na bestimmt. Ich meine, bevor du anderthalb Jahre wartest. Ja, also, was hast du gemacht, Dennis? Ja. Was machst du jetzt damit? Na, ich heb den auf und verkauf den. Für 500 Euro in 3 Jahren oder 4 Jahren oder so. Das ist gut. Kriegst du bei keiner Bank? Nee. Sollte man investieren? Das ging, Steuersätze. Naja, dahin. Also, guck mal, ich war vorhin auf Fahrradladen gewesen und da meinten die zu mir, weil ich meinte, der braucht einen 26 Zoll Fahrradrahmen aus Stahl. Gibt es denn nicht so was? Ein Achtel vorne, bitte oben und unten. Kein ein Fünftel, oder was ist das? Ein Fünftel. Was für Fahrradläden läufst du denn einfach so rein und fahrst? Also, dann musst du schon in speziellen Fahrradladen gehen. Naja. Zum Beispiel bei Tommy. Na, hier bin ich ja oft. Ja. Na, ich hast du noch nie gefragt nach so einem Rahmen? Wir brauchen Stahlrahmen. 26 Zoll, möglichst so ein bisschen Freeride und Cross-Country-Technik, so ein Mix aus allem. Kleiner Downhill und so. Mal scheiden Sie. Das ist nicht so sauber wie Lund machen wir das vielleicht. Aber wieso? Was hat das dazu gemacht? Das ist der Haken von oben. Ja, ja, das ist gut. So sieht es dann aus. Ja? Das heißt, die Lampe hängt in der Luft. Ich habe mal oben. Verstehst du, was ich meine? Jetzt sieht doch. Sieht doch gut aus. Das ist Stahlfach und gut. Ich weiß, geht immer besser. Du hast aber ein schönes Bild gemacht. So sieht es denn aus. Ah, okay. Verstehst du, dass er dann nach oben zieht? Okay, ja. Da musst du noch hier, guck mal hier, gebe ich dir. Hm? Ich gebe dir noch 2 davon, die machst du auf das Ende, auf das gröselige Ende auf. Ah, das geht, ja? Quetscht die rauf. Naja, ah, sieht besser aus. Also wenigstens vielen Dank. Die ja, da hast du recht, sieht besser aus. Darauf. Aber ich habe, guck mal, 4-4-4 in. Da auch noch. Was hast du? Ah, hier unten meinst du, hier oben nicht dran. Was denn? Was meinst du denn? Eine 4 innen habe ich. Hier oben. Ach so, naja, kannst du haben. Ja? Noch zwei hoch, ja. Jetzt hör doch mal auf hier. Einfach aufpressen, ne? Ja, ruf und dann so ein bisschen tück, tück. Ja, ganz leicht, ja? Ja, der Holz war instabil gewesen. Also, hängt so runter schon, weißt du, wegen die Lampe, weil das Gewicht so hoch ist. Ich habe auch nicht so gespannt, bloß dass es gerade ist. Ne? Ja, natürlich, ja. Mhm. Wenn das Holz so ist, dass es gerade ist, ne? Mhm. Aber ich finde es gut. Für selbst gebaut auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, schick. Schick es auch mal. Guck mal, was das ist schön sauber gemacht. Das sieht ja ganz toll aus. Sieht immer so gut aus. Gutes Foto. Ja. Ja. Naja, der Aquarium ist. Nee, ja. Ist gut eigentlich. Ja. Ja, du kannst dir Dinger leisten. Ey. Ich kann mir sowas gar nicht leisten. Ja, Kinder, ja, weißt du nicht, aber ich brauchte wieder ein Hobby. Weißt du? Ja. Die Frau als Hobby? Ja, die schimpft, ja. Die Frau als Hobby? Die hat ja geschimpft, weil sie ja benachteiligt wird. Ja, na eben. Dann, was ist mit deiner Frau? Du wolltest eine Frau als Hobby, hast du doch. Guck mal, da ist jemand rein, also das kriegst du nicht zertreten. Da muss jemand richtig, also deswegen dachte ich ein Auto. Manchmal hast du das Auto, na klar, das wäre ein sehr hoher Drückpunkt, weil der hat definitiv hier gegen den Rahmen getreten wahrscheinlich oder hier so gegen die Gabel, weil die ist ja komplett abgeknickt. Naja, na, oder ist besoffen einer gegengepollert und reingefallen in das Ding oder eben mehrfach reingetreten, weil das ist ja so, ist ja eine enorme Verformung auf alle Fälle. Und das kann man nicht richten. Das ist nicht richtbar. An der Gabel richtet man gar nichts, weil dann passiert das hier. Kann man, habe ja so schön als Anschauungsbeispiel, habe ich, haben wir das hier. Und das ist natürlich lebensgefährlich, wa? Sieht schön aus, zack, ab. Kannst du nicht machen. Also kann es sein, dass es jetzt gerade auch angerissen ist? Oder was? Natürlich, also so, so schickt man eigentlich einen Kunden nicht los. Mit einer verbogenen Gabel, es fahren viele hier rum damit, weil so die staucht sind von vorne, aber seitlich und so. Das ist schon gefährlich. Und ich meine, du kamst ja mit dem Schaden. Das muss man ja vorher eruieren. Ich sage zu den Kunden auch immer, du kannst das gerne jetzt erstmal so probieren. Das sage ich denen immer. Ich sage, wenn die einen Unfall hatten oder so, sage ich, wir machen erstmal das Laufrad neu. Das ist ja das Erste, was neu gemacht werden muss. Aber meist ist es eben auch Gabel im schlechtesten Fall. Ja. Aber Steuersatz, wenn sie einen Unfall hatten. Also sprich, du fährst irgendwo gegen. Dann durch diese Stauchung gibt der Steuersatz eine Macke. Meist. Und die Gabel manchmal halt auch. Und das muss man dann eben auch tauschen. Ne? Die drei Dinge. Wenn es verbogen ist, muss man es tauschen. Ja, ganz einfach. Das ist genau wie mit dem Lenker. Wenn der angebogen ist, muss man tauschen. Hätte er ja vorher sagen müssen, das muss mitgemacht werden wahrscheinlich. Sonst geht der Lenker immer nach links, wenn du fährst. Ne, du kannst doch so nicht fahren. Und da lässt ja im Schnee 2 Spuren. Wissen.
Läuft die? Ja. Geil. 80er Jahre rocken, Alter. Cool, das ist ja geil. So, war denn XL mit bei? Alles XL. Alles XL. Der Dennis, der probiert mal die neue Kollektion von Tommy an. Gibt nicht überall. Ach, hör auf. Hallo. Ist doch Quatsch. Hallo. Ja! XL, ja? Ja, XL. Guck mal, hier ist ein Spiegel, kann man ja reingucken. Sieht der Hüter aus? XL, ja. Ja, ist ein Sport, eine Sportweste. Da kommen ja noch Handschuhe und so. Naja, richtig. Ich habe gedacht, da kann man einen Protektor runterziehen, weil der zu groß ist, aber... BMX Racing. Moin. Nee, und runter Protektoren ist nicht. Ja, ist doch toll. Finde ich gut. Aber halt die gleich an, wa? Jetzt Brompton. Tretlager. Der Tretlager-Check. Genau. So. Das machen wir nachher. Die sind aber echt nur handfest, die Dinger. Hört sich auch trocken an, dreht sich auch zu gut. Schauen wir mal. Tut mir leid, Service von Brompton abgeschlossen. 35 Minuten, naja, sind 35 Euro. Einfach nur vom Tretlager Service her, es sind schon 30. Schaltung hinten einstellen, nochmal 5 Euro. Mal gucken, was er sagt, was er sagt. Schön, schöne Draht. Das ist ein guter Auftrag. Mensch, Scheiße. Also komplett. Schaltröllchen, oh wieder, Kette, Ritzel hinten, total spitz. Vorne total spitz. Aber das Problem, was wir haben, ist hier dieses FAK-Lager. Fuck-Lager auch genannt. Fuck-Lager kriegt man ja immer nicht auf. Probier ich jetzt mal. Oh, das ist nett. Ich hab noch nicht gegessen. Was heißt denn hier, ist bloß Käsekuchen? Aber ich hab extra Käsekuchen genommen, weil hat mir der Dennis Eiweiß drin ist als ein Apfelkuchen mit Deckel. Obwohl der auf YouTube
Mann, man kommt hier nicht raus aus dem Kopf. Ich kann nicht einmal in Ruhe arbeiten. Oh, hört sich ja furchtbar an. So, gut, okay. Wir fangen mal an mit dem einen und hören mal mit dem anderen dann auf. Später. Ah, jetzt läuft es schon 2 Stunden 24, um Himmels Willen. Ich habe nichts gemacht. Ich mache jetzt auch aus die Kamera. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ich guck mal, ob heute irgendwas Sinnvolles dabei war. Wahrscheinlich nicht. Oh ja, bis morgen. Ciao.